zusammen. Herzlich willkommen. Seien Sie gegrüßt zu dieser besonderen Veranstaltung mit Referenten aus fünf Ecken heraus. Wir haben heute vom Bundesministerium, von der Verbraucherzentrale, von ATAC und von der Grünen Landtagsfraktion und aus dem Bundestag Referenten, und im Einzelnen werden die nachher noch vorgestellt. Veranstaltet wird dieser Abend eigentlich von der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft bei den Grünen. Ist ja eine Behörde dazu. Zwei Kollegen hier sind auch dabei. Aber wir haben mit mehreren Gruppen zusammengearbeitet: Grüne Hochschulgruppe, Verbraucherzentrale, Ökohaus. Und beim Ökohaus fällt mir ein, dass ich hier eine Liste herumgehen lassen soll, wo die Teilnahme bestätigt wird. Es entsteht keine Verpflichtung? Nein? Auch kein Abonnement? Nein? Gut, dann lassen wir das mal rumgehen. Ich hatte mit der Landesarbeitsgemeinschaft schon im vorigen Jahr, im August, begonnen, so eine Veranstaltung anzudenken. Es wird eigentlich einfach Zeit. Aber es war nicht einfach, die Referenten auf einen Punkt zu bringen. Wir haben zwei aus Brüssel angesprochen, die wollten eigentlich auch kommen, aber Mitte Februar Absage. Dann starten wir da. Und so sind wir sehr froh und dankbar, dass die fünf sich zur Verfügung stellen und wir also endlich zu Potte kommen, denn die Verhandlungen zum Freihandel laufen schon lange. Wie lange sie noch laufen werden, da gibt es unterschiedliche Angaben. Einer sagt noch bis 2018, woanders steht bis zur Präsidentschaftswahl, also November 15. Also das ist ein schwieriges Ding und es ist tatsächlich eine geheime Veranstaltung. Bevor Bundesministerium widerspricht, geheim insofern, als es uns nicht gelungen ist, Aussagen der amerikanischen Delegation, Forderungen der amerikanischen Delegation herauszukriegen. Das wird verschwiegen, jedenfalls für uns. Und insofern ist es sehr geheim. Wir stehen mit diesem Abkommen aber an einer großen Wende. Und unser Land und auch die Bundesrepublik insgesamt haben viele Wenden schon erlebt. Eine ist die Einführung des Euro, das andere war der Mauerfall, das andere war die Einführung der Atomenergie und so gab es Beispiele. Und wir Grüne haben aber in dem Zusammenhang immer eins gemerkt: Wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann kommen wir zu dem Schluss, das Ding kann nicht gut sein. Und so war es bei der Atomenergie. Wir wurden verhöhnt, verspottet, verlacht, ich selber auch, nach dem Motto: Bei dir kommt der Strom aus der Steckdose. Das war das Gegenargument gegen die für die Atomenergie. Also man wird lächerlich gemacht. Und was ist? Die Bundesrepublik ist ausgestiegen. Also der Ausstieg ist beschlossen. Das gibt uns im Nachhinein wirklich recht. Man kann zu einer Zeit, wo viele sagen, ja, das ist gut, kann man trotzdem erkennen, es kann nicht gut sein. Und diese Frage richtet sich auch an das Freihandelsabkommen. Was kommt da auf uns zu? Was wird sich verändern in unserem Land? Es wird sich was verändern. Muss es einfach. Wenn 800 Millionen in einem Vertrag stehen. Es wird sich ganz viel ändern. Aber das herauszukriegen, ist auch eine Frage für die Podiumsdiskussion. Und so übergebe ich jetzt an unseren Moderator, Harald Tabe aus dem Bundestag. Ja, ich stehe zu Anfang mal auf. Das ist nachher keine Verpflichtung für die Referenten. Also mein Name ist Harald Tabe. Ich bin hier aus Rostock im Bundestag als Bundestagsabgeordneter. Und ich bin gebeten worden, heute die Moderation zu übernehmen. Und diese Aufgabe werde ich mich stellen, so gut ich kann. Zunächst möchte ich unsere Referenten kurz begrüßen. Ich fange hier in der Reihenfolge an. Das ist also der Zufall, wie die Sitzordnung es mir ermöglicht hat, und habe dabei die Möglichkeit, den Parlamentarier aus dem Landtag zu begrüßen. Das ist Jürgen Suhr. Er ist Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen Fraktion im Schweriner Landtag. Und er ist aber auch mit der Thematik EU- und Bundesangelegenheiten beschäftigt, weil er in dem entsprechenden Landtagsausschuss ist und gleichzeitig auch Sprecher für EU-Angelegenheiten, für Außenpolitik, für Justiz und einiges andere mehr der Landtagsfraktion. Neben ihm sitzt Herr Dr. Hettmeier. Er ist aus dem Bundeswirtschaftsministerium und dort Referatsleiter für Handelspolitik. Und wie ich gesehen habe, nicht nur
Verhandelspolitik, sondern auch für Urheberrechtsfragen und am Rande. So. Und wenn er das Verhandelspolitik ist, dann lässt sich leicht ableiten, dass er jetzt mit dem heute gesetzten Thema natürlich eine Menge zu tun hat, weil das wahrscheinlich augenblicklich auch seine Haupttätigkeit und Herausforderung ist. Wir freuen uns, dass er gekommen ist, weil er natürlich auch rumgereicht wird überall als Insider. Er ist nämlich im Ratsausschuss für Handelsangelegenheiten in der Europäischen Union und vertritt dort die deutschen Angelegenheiten oder Interessen. Das so sagen. Dann mir zur Linken sitzt Herr Sölken. Herr Sölken ist von ATTAC und hat, oder vertritt hier ATTAC, hat, soweit ich das recherchieren konnte, durchaus eine sehr bewegte, auch politische Geschichte hinter sich. Er ist Politologe und Politberater, hat auch schon mal für die FDP-Fraktion gearbeitet im Deutschen Bundestag. Also da ist er sicherlich Insiderkenner, auch für Wirtschaftsfragen, war auch bei der Treuhand mal und hat auch als Pressesprecher für Liegenschaften, Treuhandliegenschaften sozusagen agiert, engagiert sich jetzt aber für ATTAC Berlin. Und neben ihm sitzt dann Dr. Jürgen Fischer. Er ist geschäftsführender Vorstand der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V. Das ist ein eingetragener Verein. Alle, glaube ich, im Raum wissen, was die Verbraucherzentrale hat. Der Name sagt es schon, dass sich die Verbraucherzentrale natürlich in erster Linie für Verbraucherangelegenheiten, Verbraucherschutzangelegenheiten einsetzt. Soweit also unsere Referentenrunde. Wir haben uns das so vorgestellt, dass die Referenten nachher, wenn ich eine Kurzeinführung nochmal gegeben habe, die Möglichkeit haben, so im Rahmen von 3 bis 5 Minuten Sachen vorzustellen, die Ihnen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema wichtig sind, und wir dann relativ schnell dann auch in eine Podiumsdiskussion einmünden, die ich mir so vorstelle, dass die auch dann nachher irgendwie interaktiv zwischen Zuhörern und Podium, insbesondere was die Nachfragen und auch diese oder jene Diskussionsbeiträge betrifft. Wobei ich aber als Moderator darauf achten werde, dass das keine Monologe werden. Sowas tötet nämlich jede aktive sozusagen Diskussionsveranstaltung, wenn sehr lange Monologe gehalten werden. So, wir haben ein Thema, TTIP. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten wissen, was das übersetzt heißt. Dass es nämlich um transatlantische Trade and Investment Partnership geht. Das ist die Abkürzung. Und dahinter ist ja sozusagen die volkstümliche Übersetzung, dass es um ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika geht. Wir haben, oder insbesondere die Veranstalter, und deswegen kann ich mir auch, glaube ich, die Freiheit herausnehmen, nochmal zu sagen, dass es Herr Ralf Vogel gewesen ist, der die veranstaltenden Organisationen vorgestellt hat und der sozusagen auch mal, oder die veranstaltenden Organisationen haben diesen Abend unter das Thema gestellt, TTIP, Fluch oder Segen, und darin steckt ja schon der auch zu diskutierende sozusagen vielleicht Konflikt. Das sind jedenfalls die beiden Pole, und wir werden sehen, was im Rahmen der Diskussion von Fluch oder Segen dann übrig bleibt. Und da bin ich auch sehr gespannt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die TTIP-Diskussion natürlich eingebettet ist in eine internationale Diskussion insgesamt auch um Freihandelsabkommen, die nicht nur zwischen EU und USA verhandelt werden, sondern vorher schon zwischen EU und Kanada verhandelt wurden. Wir kennen, oder einige von Ihnen werden sicherlich auch wissen, dass es immer eine Diskussion gegeben hat um eine Freihandelszone Nord- und Südamerika mit den entsprechenden Konflikten, dass es im pazifischen Raum mit Asien und den Vereinigten Staaten Diskussionen gibt um solche Freihandelsabkommen.
und dass wir letztendlich aber auch schon eine jahrelange Diskussion im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation, haben, um Regulatorien für den internationalen, also den Welthandel zu entwickeln. Diese Diskussionen sind auch sehr kontrovers und sind ja auch mit vielen Stolpersteinen sozusagen ausgerichtet. Dazu kommt, dass wir ja auch alle eigene Erfahrungen gemacht haben, insbesondere wenn man neue Wege beschreitet, gibt es auch immer wieder Befürchtungen. Ich glaube, dass gerade auch in Ostdeutschland natürlich da ein gewisser Erfahrungsschatz auch da ist. Wir haben ja neue Wege beschritten und das war auch gut so, dass wir neue Wege beschritten haben, aber bei solchen neuen Wegen gibt es nicht nur Gewinner und auch das wollen wir heute Abend natürlich rausbekommen. Wo könnten mögliche Verlierer liegen? Wen betrifft es eigentlich? Und für mich auch ganz wichtig als Parlamentarier, das bin ich ja auch, wo ich heute versuchen werde, da sehr sozusagen objektiv zu moderieren, betrifft mich natürlich auch immer die Frage, wer entscheidet denn eigentlich darüber, über das Verhandlungsergebnis, wenn es dann vorliegt, wer sind diejenigen, die dann entscheiden für stellvertretend, ja im Grunde genommen, für die Bevölkerungen in den europäischen Ländern und in den USA. Das soll vielleicht zur Einführung gewesen sein und jetzt würde ich einfach bitten, dass der Reihe nach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, vielleicht in 3 Minuten bis maximal 5 Minuten entweder Fragen zu formulieren oder ein Statement abzugeben. Ja, schön. So, ich glaube, wir retten können. Das habe ich ja, nicht. Wenn du erst aufstehst, dann keinesfalls werde ich diesen guten Vorbild nicht Folge leisten. Wenn Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete auch der gleichen Partei zusammenkommen, dann müssen die Landtagsabgeordneten das machen, was die Bundestagsabgeordneten vormachen. Das heißt, wow. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Suhr. Ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen Fraktion. Was ich parlamentarisch mache, hat Harald Terpe gerade gesagt. Mit dem Thema bin ich nicht nur in der Sprecherfunktion beschäftigt, sondern ein bisschen was auch mit meinem Beruf, mit meiner beruflichen Herkunft zu tun. In einem meiner früheren Leben habe ich mich mal mit Wirtschaftspolitik ziemlich intensiv auseinandergesetzt, allerdings auf der Finanzierungsseite. Ich habe mal gewissen Termingeschäfte gehandelt, über mehrere Jahre bei einem großen Konzern. Das hört sich jetzt toll an, früher gab es mehr Währungen für den Europäer, das ist inzwischen ein bisschen anders. Und ich war übrigens auch mal in der FDP, als sie noch eine linke Jugendorganisation hatte. Vielleicht ist das die Erklärung. Vielleicht ist das die Erklärung. Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Das war dann ruckzuck vorbei, allerspätestens 1982 in Westdeutschland. Aber ich will die 3 Minuten kurz versuchen, mal die grüne Position zu umschreiben, das vielleicht auch in Fragen münden zu lassen, weil, dass Herr Dr. Hettmeier hier ist, ist eine Chance, Fragen loszuwerden. Damit sind wir bei dem ersten Punkt, der eine Grundskepsis bei der Grünen Partei zu diesem Handelsabkommen oder zu den Verhandlungen zu diesem Handelsabkommen hervorgerufen hat. Und das ist der Punkt der Transparenz. Also ich glaube, es entsteht sofort ein Grundverdacht, wenn hinter verschlossenen Türen, das ist ein bisschen auf der europäischen Seite aufgebrochen worden, in der Zwischenzeit am Anfang absolut geheim, etwas verhandelt wird, von dem man nicht weiß, wo es rauskommt, und der Parlamentarier als solcher ist sofort auf der Verdächtigungsseite im Sinne von, was kommt da auf uns zu, und werde ich irgendwann konfrontiert mit einem Papier, dem ich nur noch zustimmen kann oder das ich nur noch ablehnen kann, weil wenn es in mehreren EU-Mitgliedstaaten parallel verhandelt wird, gibt es kaum noch die Möglichkeit, dann im Parlament Änderungen zu diskutieren, durchzusetzen und die dann anschließend den anderen Mitgliedstaaten vorzulegen. Das wäre ein viel zu komplexer Prozess, da die Länderkammer vermutlich auch mit einbezogen wird, und da sind wir mehr in der Landesregierung drin, wird es deutlich, wie schwierig das für uns ist. Wir haben dann in der Folge lang gerungen im Herbst des vergangenen Jahres 2014 zu einer Grundsatzposition zu TTIP und den Verhandlungen zu TTIP, und wir haben uns nicht dazu entschlossen zu sagen, Verhandlungen sofort abbrechen, das ist die grüne Position, sondern wir haben gesagt, Stopp und Neuanfang. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich will 2 zentrale Gründe nennen. Ich habe große Schwierigkeiten mit der Frage oder mit der Tatsache, dass ein Handels-
Abkommen ausgehandelt wird, welches sich vor allem und vielleicht teilweise sogar ausschließlich dem ökonomischen Zielsetzungen unterordnet. Das sage ich als Ökonom. Und welches völlig ausblendet Folgewirkungen, wie sie zum Beispiel im weltweiten Kontext entstehen aus einem solchen Abkommen und völlig ausblendet so relevante Dinge wie globale Auswirkungen, etwa im Bereich Umweltschutz. Das sind die beiden Gründe, weshalb wir da mit einer Grundskepsis herangegangen sind. Die andere Seite, die will ich hier durchaus benennen, wenn es nicht zu einem Abschluss bei TTIP kommt, sei es ein Teilabschluss oder ein Gesamtabschluss, dann wird das die amerikanische Seite und weltweites BIP wird zwischen in Amerika und in Europa etwa 42%, da hätten wir ja, glaube ich, ist das, was erwirtschaftet wird, also eine durchaus beachtenswerte Größenordnung, dann wird es zu Vereinbarungen beispielsweise mit dem pazifischen Raum kommen und daraus entstehen für europäische Unternehmen faktisch Nachteile. Das ist die andere Seite. Deshalb war ich ganz froh, dass wir im Herbst entschieden haben zu sagen, nicht global völlig raus, sondern stoppen, neue Basis, neue Grundlage. Ist nicht die Position der Bundesregierung, ist aber die Position der Grünen Partei. Wenn man sich jetzt anguckt, wie wird das weiterlaufen, hatten heute Mittag ein Gespräch, auch Leute des Europaausschusses, mit dem neuen Leiter des Berliner Büros der EU-Kommission, dann wird es so sein, dass nach den Verhandlungsrunden im Herbst Bilanz gezogen wird und dann wird man nachschauen, wie ist diese Bilanz, bietet sie genug Substanz, um zumindest zu einem Teilabkommen zu kommen und dann Dinge, die offen sind, im weiteren Verlauf des Jahres 2016 noch weiter zu verhandeln. Ich will 4 Punkte nennen und damit will ich auch, da bin ich ungefähr bei den 5 Minuten, glaube ich, die aus meiner Sicht eine besondere Beachtung finden müssen. Der erste Punkt, glaube ich, ganz aktuell, was ist mit den europäischen Datenschutzstandards, wenn wir zu einem solchen Abkommen kommen? Was ist beispielsweise mit den Daten, über die deutsche Banken verfügen, wenn sie in irgendeiner Form in den amerikanischen Raum hineingehen und dort nach deren Standards verhandelt werden? Brechen wir damit quasi Standards, Datenschutzstandards, wie sie für uns ein hohes Gut sind, angesichts der aktuellen Diskussion über NSA und den Verfassungsschutz, Bundesverfassungsschutz, glaube ich, ist das eine rechtfertigte Frage. Zweitens, was ist mit den ganzen Schiedsgerichtsverfahren? Es gibt seit letzter Woche einen neuen Vorschlag der dafür zuständigen Kommissarin Malmström, der die Frage, kann ein Unternehmen nach Abschluss eines entsprechenden Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, kann ein Unternehmen eine Regierung verklagen, so wie wir das im Augenblick, was auf der Atomebene mit Vattenfall schon erleben. Und welche Folgen hat das? Nicht nur finanziell für die öffentliche Hand, sondern auch bei der Frage, können sich das zukünftig kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt leisten oder ist das eine Regel, die man möglicherweise für die Konzerne macht? Ein dritter Punkt ist der gesamte Bereich Standards, Verbraucherschutz, Vorsorgeprinzip, was bei uns ein hohes Gut ist. Und die Frage, an welchen Stellen wird das möglicherweise durchbrochen. Und der fünfte Punkt, da muss ich eben gucken, den habe ich nicht im Kopf. Die Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, aus meiner Sicht der Bereich, bei dem die Verhandler bisher am weitesten gekommen sind. Aber auch bei der Frage, arbeitet man da über Positiv- oder Negativlisten? Also inwieweit erfolgt ein Einbruch in das, was wir im Augenblick als öffentliche Versorgung definieren? Und was für uns ein hohes Gut ist, und ich will da noch einen Schlenker machen, da bin ich auch am Ende, zum Beispiel, was ist bei der Frage Kultur in einem solchen Abkommen? Also was ist mit dem kulturellen Bereich, den ich nicht ökonomischen Prinzipien preisgeben möchte? Das wären Fragen, wo ich insbesondere auf die Antworten von Herrn Hettmeier gespannt bin. Ich bin mal gespannt, ob aus dem Verhandlungsstand hier berichtet werden kann, damit wir beim Transparenzpunkt. Aber ich freue mich auf die Diskussion und danke zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist keine Verpflichtung aufzustehen, ich werde Sie aber auch nicht hindern. Also insofern sind Sie jetzt dran. Da bleibe ich einfach sitzen. Genau. Ich bin ja kein Abgeordneter. Gott sei Dank. Kann man sich das erlauben. Ne? Ja, genau. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier nach Rostock gekommen, war auch schon mal bei einer Veranstaltung in Rostock, in Greifswald auch.
Die Luft ist eh immer klar und die Menschen haben auch klare Gedanken. Ich bin sehr froh über Ihren Vortrag gewesen, weil er doch differenziert die unterschiedlichen Aspekte aufgegriffen hat. Ich kann hier natürlich nicht auf all die Fragen antworten, warum wir ein Abkommen machen, ergänzend vortragen und außerdem noch über den Verhandlungsstand berichten in 3 Minuten. Deshalb will ich zunächst mal sagen, warum wir über dieses Abkommen verhandeln. Also erstens mal, damit werden keine neuen Wege beschritten. Das ist ein neues, ein weiteres Handelsabkommen, was angestrebt wird, zusätzlich zu denen, die in der Vergangenheit auch schon verhandelt worden sind und abgeschlossen worden sind. Warum macht Deutschland, warum macht die EU das? Wir, aus deutscher Perspektive zumindest, haben ein Interesse an offenen Märkten, weil wir eine exportorientierte Volkswirtschaft haben. Und das ist eine wesentliche Basis für Arbeitsplätze in Deutschland und auch für Wohlstand in Deutschland. Die Autoindustrie, die hier in Deutschland produziert, also ich meine jetzt nicht die Ableger in den USA und auch nicht VW in China, sondern nur die hier produziert, exportiert von den in Deutschland gefertigten PKWs mehr als 50% ins Ausland. Der Maschinenbau, der hier in Deutschland produziert, hauptsächlich mittelständisch, zum guten Teil auch an der Küste, aber natürlich auch in Süddeutschland, exportiert 75% der hier produzierten Güter ins Ausland. Und die brauchen offene Märkte. Und das ist das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Wenn wir die Arbeitsplätze in Zukunft sichern wollen, brauchen wir auch in Zukunft weiter offene Märkte. Das kann man über Freihandelsabkommen tun. Wir haben eins abgeschlossen in jüngerer Zeit mit Korea, das sind ja immer EU-Abkommen, was dazu geführt hat, dass die vorher notorisch negative Handelsbilanz ins Positive gewendet werden konnte. Wir verhandeln jetzt mit den USA, wir haben die Verhandlungen mit Kanada praktisch abgeschlossen und es wird in vielen anderen Ländern verhandelt, mit Japan, mit Vietnam, mit Singapur. Das ist ein Trend in den jüngeren Jahren, weil auf der multilateralen Ebene die Doha-Verhandlungen nicht vorankommen. Das ist ein Kernelement, sagen wir mal, der deutschen Wirtschafts- und Handelspolitik in den letzten Jahrzehnten gewesen, unter jeder Regierung, ob rot, ob schwarz, ob grün, ob gelb. Und ich hoffe, dass es dabei bleiben wird, denn ansonsten sieht es nicht so gut aus in der Zukunft. Was sind die Schwerpunkte jetzt in den Verhandlungen mit den USA? Zollabbau, schreibt Herr Vogel hier, ist er dafür, aber ist nicht so wichtig. Ich würde nicht sagen, dass es nicht so wichtig ist. Täglich gehen ungefähr 2 Milliarden, Waren im Wert von 2 Milliarden über den Atlantik. Da sind Zollsätze zwischen 3% und 5% im Durchschnitt doch eine erhebliche Größe. Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht, dass die EU noch 10% Zoll auf Pkw-Importe erhebt. Auch der soll abgeschafft werden, dass Textilien und Schuhe hoch bezollt werden in der EU und auch in den USA, ist auch bekannt, können Jeans also durch TTIP auch durchaus billiger werden und wir setzen darauf. Das ist ein wesentlicher Punkt. Darüber hinaus ist die Dienstleistungswirtschaft natürlich ein erhebliches Element, keine Frage. Und die deutschen Unternehmen wären natürlich froh, wenn sie in den USA auch tätig werden könnten. Sie sehen hier FedEx und UPS LKWs oder Kleinlaster durch die Straßen fahren und Pakete ausliefern. Das würde die Deutsche Post mit DHL in den USA auch gerne tun. Bislang können sie das in kleinen Inseln, also so um San Francisco rum, geht das. Wir wären dankbar und wären froh und wir halten es für wirtschaftlich sinnvoll, dass das in Zukunft auch möglich sein wird in der gesamten USA. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, warum auch über Dienstleistungen verhandelt wird. Und ein dritter wichtiger Punkt, das sind die öffentlichen Aufträge. Das wissen Sie, dass da große Volumen in Rede stehen. Wenn die U-Bahn in New York oder sonst wo neue Wagen beschafft, oder aber eine kleine oder mittlere Stadt oder gar eine große Stadt Ausschreibungen macht für den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen, dann sind wir daran interessiert, dass deutsche Unternehmen an diesen öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen können zu gleichen Bedingungen wie Inländer.
Das ist in Deutschland für ausländische Unternehmen seit vielen Jahren der Fall. In den USA ist das nicht der Fall. Und deshalb ist das auch ein wesentliches Anliegen in diesen Verhandlungen über das TTIP-Abkommen. Also das vielleicht zu den konkreten Punkten und jetzt mal ein bisschen weiter ausgegriffen, denn die Diskussion über die Verhandlungen werden ja auch um die Frage geführt, was ist mit Standards oder auch was ist mit regulatorischer Kooperation. Da werden manches Schreckgespenst an die Wand gemalt. Regulatorische Kooperation gibt es natürlich überall seit vielen Jahren, sonst würden ja die Lastwagen aus Russland nicht unter den Brücken bei uns herpassen und umgekehrt. Also viele technische Fragen müssen da möglichst international geregelt werden. Da gibt es in Genf auch ein Gremium, wo das gemacht wird. Bilaterale Kooperation ist auch erforderlich. Der ein oder andere unter uns hatte vielleicht vor Jahr und Tag mal die Frage, ob sein Handy vielleicht auch in den USA funktioniert. Das ist jetzt natürlich der Fall, aber vor 10 Jahren war das durchaus nicht selbstverständlich. Da braucht man regulatorische Kooperation, um die Standards aufeinander abzustimmen, gegenseitig anzuerkennen oder zu harmonisieren, damit das funktioniert. Das ist der wesentliche Anwendungsfall von regulatorischer Kooperation im Bereich technischer Standards und Normen, Regelungen zu schaffen, die möglichst weltweit oder aber bilateral gelten, damit nicht alles immer wieder neu auseinandergenommen und neu konfiguriert werden muss. Für VW ist das nicht schlimm, für BMW auch nicht. Die haben Produktionsstätten in den USA und machen Großserienmodelle. Für einen Maschinenbauer aus Baden-Württemberg ist das aber schwierig, weil spezielle Maschinen oftmals Einzelaufträge sind, jedenfalls nicht in großen Stückzahlen geliefert werden. Und wenn die neu konfiguriert werden müssen, dann kostet das echtes Geld und deshalb die regulatorische Kooperation. Standard setzen in der Zukunft im weltweiten Handel wird eine Aufgabe sein, die, um die sich alle reißen, sage ich mal. Und die Frage ist natürlich, wer kann das machen? Und die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten zeigt, es sind meistens die, die den größten Markt haben, die können das machen. Früher waren das die Europäer, das ist lange vorbei. In den nächsten 10 Jahren finden ungefähr 90% des Wirtschaftswachstums außerhalb der EU statt. Wenn wir als Europäer in Zukunft noch Standards setzen wollen, tun wir gut daran, uns mit anderen Staaten zusammenzutun. Und wenn wir das dann in Zukunft EU und USA tun, sage ich, ist besser, als wenn die Chinesen es tun. Ich muss aufhören, ich habe schon wahnsinnig. Herr Sölden. Ich glaube auch sind. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich vor allem darüber, dass ich einen ganz anderen Standpunkt vertreten kann als Herr Hilfmeier und auch seine Vorredner. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Globalisierung absolut übers Ziel hinausgeschossen ist und dass sie unbedingt durch eine Regionalisierung ausbalanciert werden muss. Das gilt insbesondere im Bereich der Lebensmittelerzeugung. Wenn man sich anguckt, was sich da in Afrika tut, das ist schrecklich. Die werden mit unseren Waren überschwemmt und haben nicht die Chance, eine Nahrungsmittelsouveränität zu erhalten. Und ich kann überhaupt nicht einsehen, dass wir jede Menge Agrarkultur in die Welt exportieren müssen. Das ist einfach ungesund. Lebensmittel sollten nach Möglichkeit da hergestellt werden, wo sie auch verzehrt werden. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, für einen Protektionismus aussprechen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen glaube ich, dass wir es mit einem wirklich totalitären Kontroll- und Herrschaftsanspruch der Wirtschaft zu tun haben. Ich werde gleich erläutern, warum. Und gegen den müssen wir, wie das Wort Protectere, die lateinische Stammform zum Ausdruck bringt, schützen. Ein vernünftiger Protektionismus ist meines Erachtens auch, wenn man sich jeweils überlegt, ob Zölle gut oder schlecht sind. Dass man uns einreden will, dass Zölle grundsätzlich schlecht sind, widerspricht also wirklich jeder vernünftigen Überlegung. Es ist gerade für Drittweltstaaten notwendig, um eigene Märkte aufbauen zu können, um eigenen Erzeugern nicht nur im Bereich der Landwirtschaft eine Chance zu geben,
dass sie regulierend einwirken und dass sie auch den Großkonzernen Kontra geben können, dass sie sagen können, ihr dürft hier nicht alles, was eure Finanzkraft euch möglich macht. Und es geht in erster Linie darum, dass unsere Leute zu essen und zu arbeiten haben. Und auch das Wort des Exportweltmeisters kann ich einfach nicht durchgehen lassen, dass wir auf ein Freihandelsabkommen angewiesen sind. Ich behaupte, es gibt für diese Abkommen keinen einzigen guten Grund. Allerdings gibt es jede Menge schlechte Gründe. Das ist erstmal meine Grundüberzeugung hierzu. Und bedenken Sie bitte eins, wir haben es nicht isoliert mit einem Freihandelsabkommen zu tun, sondern wir leben in einer bestimmten Umwelt. Und zwar in einer Umwelt, wo man aus uns den gläsernen Bürger macht. Wir kennen die Geschichten mit NSA, wir wissen, wie viel, was Facebook alles macht. Und wir leben in einer gefährlichen Umwelt, wo über die Xbox kontrolliert wird, wer eigentlich im jeweiligen Wohnzimmer, wo der Apparat steht, drin ist. Wir haben es mit einem wirklich totalitären Anspruch zu tun. Und ich weiß nicht, wo wir im Jahre 2040, 2050 sein werden, wenn wir diese Abkommen durchgehen lassen. Diese Abkommen haben vor allem die Wirkung, dass sie die Möglichkeiten der frei gewählten Regierungen und Parlamente, Notwendiges zu tun, einengen. Das Ganze geht zurück auf einen Wirtschaftswissenschaftler namens Hayek, von Hayek, der 1944 so etwas wie eine Art Masterplan dieser hemmungslosen Kontrollglobalisierung geschrieben hat. Der meinte noch schon 1944, es reicht nicht, den Liberalismus in die Verfassung zu schreiben, sondern es ist notwendig, ein dichtes Netz von völkerrechtlichen Verträgen zu stricken, die die Parlamente zähmen, damit die Abgeordneten nicht auf die Idee kommen, irgendetwas Wirtschaftsfeindliches und Blödsinn zu machen. Und das gipfelte darin, dass er tatsächlich auch gesagt hat, es ist Notwendigkeit, die Souveränität der Staaten durch eine Kooperation von Wirtschaft zu ersetzen. Das ist die ganz, ganz große Gefahr. Und wir müssen uns bitte klar machen, dass wir hier mit Verträgen zu tun haben, die gestaltenden Charakter haben. Und sie greifen in Bereiche ein, für die Parlamente zuständig sind. Hier geht es um die Themen Datenschutz, hier geht es um das Thema Landwirtschaft. Da geht es darum, wie sieht es mit Eigentumsrechten aus von Saatgütern. Darf Bayer und Syngenta und darf Monsanto dürfen die hingehen und die Natur patentieren. Wenn wir über diese Punkte, die in den Abkommen durchaus mindestens tangiert werden, einfach Beamte entscheiden lassen, dann geben wir die Gestaltungsmacht ab. Und das darf beim besten Willen nicht sein. Und es sind in diesen Abkommen so viele Punkte drin, die man uns natürlich verschweigt und wo man uns beruhigen will, dass die eine parlamentarische Debatte niemals aushalten würden. Meine These ist, es geht, wie die Frau Merkel gesagt hat, darum, dass wir die marktkonforme Demokratie, bei denen die Parlamente möglichst ruhig zu sein haben, durchsetzen. Und danach kommt es wahrscheinlich auf den marktgerechten Menschen hinaus. Und vor diesen Dingen sollten wir uns wirklich fürchten. Und deshalb ist diese Debatte so wahnsinnig wichtig, die wir im Moment führen. Ich bin im Übrigen auch noch um einen Punkt dankbar. Auch wir linke Zivilgesellschaft sind durch TTIP wachgerüttelt worden, sodass man fast dankbar sein muss. Denn wenn man sich anguckt, was die EU, was die USA, aber ich meine jetzt mal in erster Linie die EU, für Unheil angerichtet haben mit bilateralen Verträgen, die sie mit schwachen Entwicklungsländern ausgehandelt haben, die denen jede Möglichkeit geben, das zu regulieren, was zu regulieren ist, um ihre Menschen und ihre Interessen zu schützen. Da haben wir alle drüber hinweggeguckt. Es gibt die europäischen Partnerschaftsabkommen mit dem AKP-Raum, alles mit kleinen Staaten, wo die EU ihre Marktmacht durchsetzen kann und wo sie die Staaten, wie das auch der IWF schon die ganze Zeit macht, an die Wand spielt, wie nur was und ihnen einen Punkt der Souveränität nach dem anderen klaut. Und jetzt auf einmal werden wir wach, weil wir die Angst haben, dass es mit uns auch geschehen könnte. Und ich denke, wir müssen wahnsinnig aufpassen. Und einer der größten Skandale bei der ganzen Kiste ist tatsächlich, jetzt fertig,
dass unsere Abgeordneten samt Sonders unter Misstrauensvertrag Verdacht gestellt werden. Wir haben Beamte, zu denen die Lobbys fantastischen Zugang haben und die Abgeordneten etwas vorenthalten, Wissen und Mitsprachemöglichkeit, weil sie sie für nicht vertrauenswürdig halten. Also wer kontrolliert hier eigentlich wen? Danke. Herr Dr. Fischer. Ja, meine Damen und Herren, es ist interessant, die politische Wertung so zugespitzt zu hören. Für die Verbraucherschützer, die ja einen Teilbereich aus dem Bereich TTIP nur behandeln, wohl wissend, dass in der Öffentlichkeit Verbraucherschutz, Lebensmittelkennzeichnung und der ganze Quatsch eine viel, viel größere Bedeutung spielt. Also das Chlorhühnchen hat uns genauso viel Diskussionsstoff gebracht wie andere schwerwiegende Dinge. Es ist aber tatsächlich so, es wird in den Verhandlungen über TTIP nicht über Verbraucherschutz verhandelt. Deswegen fällt es auch vielen Politikern leicht zu sagen, bleibt alles beim Alten. Da kratzen wir nicht dran, bleibt alles beim Alten. Das ist die Logik der ganzen Geschichte und es wurde Ihnen gerade schon gesagt, der Abschluss, das Dokument TTIP in ein, zwei Jahren von irgendwelchen Parlamenten durchgewunken, kann durchaus erstmal positiv bewertet werden, wenn es so als frommes Papier daherkommt, viele, viele Seiten dick, aber die Umsetzung, das ist ja der Prozess. Und da befürchten ja viele, dass die Politik, dass die demokratischen Kräfte, Organisationen ja nicht die Rolle mehr spielen, die sie spielen müssten in solchen wichtigen Dingen. Und das ist natürlich das Gefährliche. Das heißt, wir werden es erleben, wenn es zu diesem Abkommen kommt, dass tatsächlich in der täglichen Praxis etwas passiert, was man auch jetzt schon in der EU sieht. Deswegen wird die EU dem auch keinen großen Widerstand, glaube ich, entgegensetzen. Ich nehme nur das Beispiel Schiedsgerichtsbarkeit. In der EU wird intensiv an Schiedsgerichtsverfahren für die zivile Gesellschaft gearbeitet. Wir werden das sehr schnell sehen. Es ist nicht kein Zufall, dass hier in Mecklenburg-Vorpommern Gerichte schließen. Ersatz ist schon fast da. Das heißt, wir werden im Laufe der nächsten Jahre eine viel verstärkte Schiedsgerichtsbarkeit bekommen, wo wir dann, wenn wir einen Streitfall haben mit einem Anbieter zum Beispiel, dorthin verwiesen werden und dort zu einem Schiedsgericht gehen. Und zwar ohne Öffentlichkeit, vor halbwegs unabhängigen Schiedsrichtern, die bezahlt werden von der Anbieterseite vielleicht, und werden dort abgefunden, sage ich mal. Das heißt, es geht ja nicht mehr um Rechtsprechung, es geht einfach darum, einen Streit zu lösen. Das machen teilweise unsere Gerichte ja heute schon. Wenn sie Zivilverfahren haben, die ersten 20 Minuten, die sie dort drin sitzen im Gerichtssaal, geht es nur um Vergleichsmöglichkeiten auszuloten. Das ist legitim, wenn im Anschluss dann, wenn dies nicht gelingt, verhandelt wird und Urteile gefällt werden. Wenn die Schiedsgerichtsbarkeit aber sozusagen quasi der Ersatz für Rechtsprechung wird und wir das bis in die Bereiche der großen Wirtschaft treiben, wo dann sozusagen der Beklagte oder Verklagte der Staat ist, ich glaube, dann nutzt unsere ganze schöne Rechtsordnung auch nichts mehr, weil dann alles hinter verschlossenen Türen mit nicht nachprüfbaren Ergebnissen und so weiter stattfindet. Also dieser Punkt, Schiedsgerichtsbarkeit, der interessiert uns sehr stark, weil wir sehen, dass das nachher den Prozess ausmacht der Umsetzung sehr stark, dass sozusagen die staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten, die staatlichen Regulatorien, das Rechtssystem, das Gerichtssystem da gar nicht mehr so sehr gefragt sind. Und dann werden Fakten auf ganz andere Art und Weise geschaffen. Und ich möchte die Realität nach 10 Jahren TTIP dann mal neu bewerten, was tatsächlich passiert ist, im Gegensatz zu den Erwartungen oder den Vorstellungen, mehr Arbeitsplätze und freie Märkte, mehr Produkte, billigere Produkte. Ich glaube das alles nicht. Und wenn Sie das Beispiel von Siemens brachten, die möchten auch gerne in die USA, da gibt es auch Konzerne, die gerne in Europa was machen. Das ist ein reiner Austausch. Ne? Das heißt, jeder versucht natürlich Marktlücken zu erschließen, aber Gewinner unterm Strich, glaube ich, kann es nicht geben. Und wenn man dann noch sieht, dass ja auch in anderen Teilen der Welt auch versucht wird, größere Märkte und Zusammenschlüsse zu organisieren, dann kriegt das noch eine ganz andere Dimension als die Frage nach Erleichterung im transatlantischen Handel. Ein letztes Wort, wenn Verbraucherschutz nicht verhandelt wird, werden soll, dann wird es doch so sein, dass der Verbraucherschutz tatsächlich oder die Interessen der Verbraucher ganz stark tangiert werden
Da werde ich immer ein bisschen skeptisch, weil wenn das so einfach alles wäre, dann glaube ich, brauchen wir uns heute hier nicht hinsetzen. Ja, zunächst vielen Dank an unsere Referentin für die Kurzdarstellung. Alle wissen, dass Sie eine Minute mindestens draufgekriegt haben, aber soll so sein. Ich nehme mal den Beifall, der durch Klopfen gemacht worden ist, zum einen als Höflichkeitsgeste, aber zum anderen auch, dass zumindest wichtige Fragen gestellt worden sind, auch Zusammenhänge aufgedeckt worden sind und wir jetzt genügend Gesprächsstoff haben. Es hat sich für meine Begriffe so ergeben, dass natürlich irgendwie die meisten Fragen an Herrn Dr. Hettmeier irgendwie gestellt worden sind, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Er ist ja schon durch Statements auch gefragt worden, letztendlich oder aufgefordert worden, zu bestimmten Problemen Stellung zu nehmen. Er hat sich sozusagen in seiner Stellungnahme natürlich auf das Positive aus seiner Sicht sozusagen konzentriert und dabei sich die Möglichkeit erarbeitet, jetzt in der Diskussion auf das sozusagen auch einzugehen, was an Fragen natürlich gekommen ist. Und wenn ich jetzt mal versuche, ich hatte mir eigentlich eine erste Frage an Herrn Dr. Hettmeier überlegt und wollte ihn eigentlich als erste fragen, das mache ich jetzt auch, aber ich werde gleich das noch ein bisschen ausweiten. Die erste Frage, sieht er denn gar keine Probleme, die noch zu beseitigen ist? Das ist immer so eine schöne Frage, da muss man auch mal sozusagen Stellung beziehen dazu, aber ich würde mal einen Komplex rausnehmen, der, glaube ich, von allen irgendwie genannt worden ist, nämlich die Frage, wenn man Handelsschranken abbaut, also das Klassische natürlich, die Zölle abbaut, dann sagt der eine, das ist positiv und darf man auch keinen Zoll mehr bezahlen. Und der nächste sagt, und das sagt ja auch die Geschichte aus verschiedenen Ländern, dass natürlich für gewisse Zeiten temporär ein Zoll auch eine Möglichkeit ist, sozusagen Entwicklungen in bestimmten Regionen erstmal zu ermöglichen. Das ist ja genau das, was Herr Sölken auch gefragt hat. Deswegen würde ich das gleich mit anschieben. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Zölle bringen natürlich ja auch Einnahmen, die dann auch wegfallen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, da sollten Sie zu Stellung nehmen. Und dann wird es, glaube ich, weitergehen. Sie haben also zunächst erstmal für diese Eingangsfragen die Möglichkeit jetzt. Ja, danke schön. Bin auch dankbar für diese Frage zu den Zöllen. Es ist natürlich richtig, dass je nach Entwicklungsstand in unterschiedlichen Ländern zum Teil versucht wird, neue Industrien aufzubauen und die in der Aufbauphase einen gewissen Schutz brauchen. Das hatten wir hier in Deutschland nach Reichsgründung auch. Das gibt es in Entwicklungsländern, das gibt es auch noch in Schwellenländern. Allerdings verhandeln wir hier bei TTIP ja zwischen EU und USA. Und ich würde mal sagen, das sind so die am weitesten entwickelten Wirtschaftsräume, dass da jetzt junge Industrien geschützt werden müssen, kann man meines Erachtens nicht sagen. Ich wende das auch gerne gegen die EU selbst, dass unsere europäische und namentlich die deutsche Autoindustrie Importzölle von 10% braucht, weil sie noch in der Aufbauphase ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen abwegig. Also dieses Problem taucht im Verhältnis EU-USA nicht auf. Was jetzt Probleme angeht, ich sage mal, solche Verhandlungen sind immer schwierig. Und die sind mit jedem Verhandlungspartner schwierig, die waren auch mit Korea schwierig. Mit den USA sind sie natürlich nochmal etwas schwieriger, weil die USA-Seite und die Administration dort hat, sagen wir mal, nicht in den Genen zu verhandeln mit Partnern auf Augenhöhe, sondern man ist da doch mehr der Auffassung, dass man gewisse Vorstellungen hat und die andere Seite kann das dann ja auch gerne übernehmen. Also das ist schon eine gewisse, muss man auch verstehen, nicht? Da sind die gar nicht anders gewohnt gewesen in den letzten Dekaden, sage ich mal. Dieses hier sind natürlich Verhandlungen auf Augenhöhe. Ich würde sogar sagen, in Wirklichkeit ist die EU der stärkere Part.
weil sie nun eindeutig den größeren Markt hat und insofern das Interesse auf der US-Seite mindestens genauso groß ist und die ökonomischen Vorteile da auch genauso groß sind. Also das ist ein genereller Punkt, den man anführen muss. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass wir in bestimmten Bereichen auch tatsächlich unterschiedliche Grundphilosophien haben. Also beispielsweise im Verbraucherschutz haben wir EU und USA unterschiedliche Grundphilosophien. Da treffen Vorstellungen aufeinander, die nicht einheitlich sind, zum Teil konträr sind. Und das macht die Verhandlungen in solchen Bereichen natürlich schwierig. Also Verbraucherschutz ist ein Thema, was ich da anführen würde. Darüber hinaus haben wir natürlich im Bereich Kultur auch ein unterschiedliches Grundverständnis hier in der EU und in Deutschland auf der einen Seite und in den USA auf der anderen Seite. Auch da sind die Interessen, die von US-Seite formuliert werden und von denen gerne durchgesetzt werden, sollen andere als unsere. Also das sind ernsthafte Bereiche, wo wir aufpassen müssen in den Verhandlungen und wo es noch schwierige Verhandlungen geben wird, die stehen uns noch bevor. Und über diese Fragen zu diskutieren, was will man auf unserer Seite und was wollen wir nicht auf unserer Seite, das ist eine sehr lohnende Diskussion. Andererseits gibt es aber eben auch ein paar Diskussionen, die gehen so ein bisschen an der Sache vorbei. Und ein Beispiel dafür ist die Chlorhühnchendebatte, die wir haben, weil das in Wirklichkeit kein Thema ist, denn auch in Zukunft werden keine Chlorhühnchen in die EU reinkommen. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Wenn wir also die öffentliche Debatte etwas stärker auf die wirklichen Problemfelder konzentrieren könnten, und weniger auf solche Fragen, die mit dem Abkommen nichts zu tun haben, dann wäre schon viel gewonnen. Und hier sind am Tisch auch einige Themen im allgemeinen Zivilisations- und Kapitalismus-Kritizismus aufgebracht worden, die haben mit TTIP nichts zu tun und die sollten wir dann vielleicht auch nicht da in den Topf schmeißen. Ich will ein Beispiel nennen, die Daseinsvorsorge, das ist bei Ihnen, glaube ich, angesprochen worden. Bei der Daseinsvorsorge gibt es von Seiten der Kommunen, aber auch von Seiten der Gewerkschaften, insbesondere Verdi natürlich, erhebliche Befürchtungen und das sind Dinge, die wir in der Diskussion auch sehr gut ausräumen konnten und wir sind da mit Städtetag und den anderen kommunalen Spitzenverbänden in der Diskussion. Was wir tun ist, wir formulieren Zielvorstellungen und zwar gemeinsame Zielvorstellungen. Wir haben das mit den Wohlfahrtsverbänden gemacht, das ist im Februar gewesen, wo wir auch klar gesagt haben, was wir wollen. Wir wollen nämlich genau das Gleiche, was die Wohlfahrtsverbände wollen. Und das haben wir auch gemeinsam aufgeschrieben, der Wirtschaftsminister und die Verbände. Und das ist das Ziel und so gehen wir auch gerne weiter vor. Herr Sölken, ich würde Sie jetzt gerne nochmal fragen, überzeugt Sie das, was Herr Dr. Rettmeier jetzt gesagt hat? In Ihrer These hatten Sie ja gesagt, die Globalisierung schießt über das Ziel hinaus. Aber über das Ziel hinaus schießen heißt ja noch nicht, dass Sie, dass gar keine Globalisierung stattfinden wird oder so. Das ist nur das Ziel hinaus. Und Sie würden es gerne mit einer Stärkung der Regionalisierung sozusagen verbinden. Könnten Sie das nochmal genauer ausführen, was Sie damit meinen und was das eventuell jetzt auch mit so einer TTIP-Verhandlung zu tun hat, die ja nun mal läuft, auch ob einem das passt oder nicht? Ja, eine meiner ersten Aussagen war ja, dass meines Erachtens die über das Ziel hinausschießende Globalisierung durch eine gewisse Regionalisierung ausbalanciert werden muss. Hier ist alles aus der Balance geraten und uns wird einfach gesagt, es gibt, Globalisierung ist immer gut. Ich verstehe nicht, welchen Sinn es macht, wenn die Deutsche Post Paketdienstleistungen in den USA leichter durchführen kann. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Das nutzt keinen einzigen europäischen Bürger. Und es nutzt auch vielleicht den Beschäftigten bei der Post. Wenn Sie. Ja, aber ja, aber ja. Sie glauben, dass die Deutsche Post dann in den USA Deutsche einstellen wird. Also, das macht ja nun wirklich keinen Sinn.
Es ist umgekehrt, haben auch die Amerikaner nichts davon, dass United Parcel Service hier in Europa Dienstleistungen anbietet. Der Sinn und Zweck ist mir nicht klar. Ich habe anfangs schon gesagt, es gibt keinen guten Grund für ein solches Abkommen. Wenn Sie Autokennzeichen oder Blinker vielmehr vereinheitlichen wollen, dann machen Sie eine Standardisierungsverhandlung über Blinker. Dafür brauchen Sie kein Freihandelsabkommen. Die wirklich wesentlichen Dinge stecken im Hintergrund und welche Bedeutung sie haben, wird man möglicherweise erst bei den Verhandlungen vor den Schiedsgerichten merken, denn unsere Abgeordneten werden kaum in der Lage sein, dies alles zu verstehen, was auf hunderte Seiten langen Abkommentexten in Wirtschaftsenglisch oder Wirtschaftsdeutsch formuliert worden ist. Hier wird total über das Ziel hinausgeschossen und wir müssen das Ganze irgendwie wieder zurückholen. Wir müssen auch sehen, dass es hier eine große Joblüge gibt. Es wird immer wieder mit Arbeitsplätzen argumentiert. Die Erfahrungen, die man mit NAFTA, dem Freihandelsabkommen, vor 10 Jahren geschlossen zwischen Kanada, USA und Mexiko gemacht haben, laufen noch genau auf das Gegenteil hinaus. Die Arbeitsbedingungen sind verschlechtert worden und es sind wahnsinnig viele Jobs weggefallen. Und auch damals hat man gesagt, das gibt Jobs. Es ist einfach nicht wahr. Wenn Sie Arbeitsplätze schaffen wollen, dann mache ich jede Wette mit Ihnen, dass wir durch eine behutsame und überdachte Regionalisierung viel mehr für die Arbeitsplätze tun werden, als durch eine hemmungslose und unkontrollierte Globalisierung. Globalisierung ist etwas, was ich durchaus befürworte, wenn sie mit Maß und Ziel gelingt. Ich halte es für wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, Bananen zu importieren. Ich halte es für wichtig, dass wir Entwicklungsländern mit Maschinenexporten helfen können. Aber lassen Sie uns bitte aufhören, davon zu reden, dass Globalisierung grundsätzlich gut ist und dass der Wegfall von Steuerungselementen irgendwie ein Gewinn für irgendjemanden wäre. Die Menschen brauchen Regierungen, die handeln können. Und bei den Herausforderungen, die wir haben im Bereich Klimaschutz, im Bereich Ressourcen, im Bereich Datenschutz, brauchen wir Schutzmechanismen und brauchen wir handlungsfähige Regierungen und handlungsfähige Parlamente und nicht solche, die man kastriert hat. Wenn diese Abkommen unterzeichnet werden, müssen wir damit rechnen, dass wir nur noch ganz, ganz schwache Parlamente haben. Die können dann tatsächlich Wahlkämpfe machen, so viel sie wollen, denn das, was gemacht wird, steht in den Verträgen drin. Das ist ja nahezu ein Stichwort für den Parlamentarier, der hier mit am Tisch sitzt und ja jetzt gesagt bekommt, er kann in Zukunft eigentlich gar nichts mehr entscheiden. Jürgen Suhr, stört solch eine Einschätzung oder siehst du doch, dass man als Parlament sozusagen die letztendlich Hoheit über solche Entscheidungen trotzdem erringen und auch erhalten kann? Ich würde vielleicht auch noch die Frage stellen, die Erfahrungen, die ja die Europäische Union hat, die ja letztendlich ein Freihandelsabkommen in Europa gemacht hat, und da hat es auch Gewinner und Verlierer gegeben. Sprechen die nun eigentlich eher dafür, so ein Freihandelsabkommen zu machen, oder sind die europäischen Erfahrungen eigentlich mit dem, was sie für Auswirkungen für die unterschiedlichen Regionen gehabt haben, nun nicht, vielleicht nicht das, die klare Ablehnung dieses TTIP, aber muss man diese Erfahrung nicht nutzen, um eine Sache zu verbessern, die vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist? Ich weiß gar nicht, ob es nicht so gut gelaufen ist, aber die Entwicklung der Europäischen Union mit dem Status quo oder diesem Zwischenstand, den wir im Augenblick haben, der versetzt uns erst einmal in die Lage, auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln. Wenn wir jetzt noch mal 20 Jahre zurückgehen würden, da würde niemand ernsthaft allein schon auf des Volumens mit der alten Bundesrepublik Deutschland verhandeln, die quasi als Partner wäre. Das muss man an der Stelle sehen. Man muss an der Stelle auch sehen, ich komme gleich zu dem Parlamentarier, das, was Herr Sölken sagt, da bin ich ja, gehe ich eine ganze Strecke
oder eine ganze Strecke des Weges mit. Ja, klar muss man den Versuch machen, dass auch grüne grundsätzliche Politik Regionalisierungskonzepte vor Ort umzusetzen. Das ist ja völlig aberwitzig, zum Beispiel Lebensmittel durch die halbe Welt zu transportieren und dann kriegen wir Kartoffeln aus irgendeinem Land, was hunderte, tausend Kilometer entfernt ist und haben da gleichzeitig die gleiche Ware hin exportiert. Es gibt ja so wahnsinnige Beispiele. Also Regionalisierungskonzepte, gerade in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, agrarisch geprägt, umzusetzen, ist definitiv ein wichtiges Ziel. Da gibt es hier im Land viele Fehler, die gemacht werden, wenn man sich die Entwicklung beispielsweise vom Biolandwirten anguckt, die mangelnde Märkte vor Ort und so weiter, die Situation, die deutlich besser gestaltet werden kann und allein wo Flächen subventioniert werden, ist ein Aberwitz. Sind wir, glaube ich, absolut konform. Man kann aber nicht hergehen und den Eindruck vermitteln, und das haben Sie, glaube ich, gerade getan, so habe ich Sie zumindest verstanden, und sagen, mit Regionalisierungskonzepten sind wir quasi der Gegenpart zu einer Entwicklung von Globalisierung, wirtschaftlicher Globalisierung. Ich habe Ausbalancieren gesagt. Ja, aber da müssen Sie auch mal sagen, wie man es ausbalancieren muss. Und da müssen Sie auch mal sagen, wie ein exportorientiertes Land wie die Bundesrepublik Deutschland oder eine Wirtschaftsregion wie Europa, die auch exportorientiert ist, wie die sich insgesamt verhalten soll. Ich will mal eine Lösung anbieten, weshalb ich da, glaube ich, eine Zwischenposition habe. Ich glaube, dass unsere wirtschaftliche Stärke, und das teile ich, was Herr Dr. Heckmeier gesagt hat, allein aufgrund des wirtschaftlichen, des ökonomischen Potenzials, welches in Europa liegt, gibt es ein riesengroßes Interesse der Amerikaner, sich auf diesem Markt besser zu platzieren, als das bisher der Fall ist. Diese wirtschaftliche Stärke dazu zu nutzen, die Standards durchzusetzen, die wir für richtig halten. Das halte ich zunächst mal für den richtigen Ansatz. Würden wir hergehen und sagen, wir verhandeln gar nicht mehr, dann würde um uns herum ja nicht die Welt aufhören, sich zu entwickeln. Und dann würde es selbstverständlich Handelsabkommen zwischen anderen Wirtschaftsregionen geben, bei denen man schon die Frage beantworten muss, welche Folgen sie dann, wenn man mal auf der ökonomischen Seite bleibt, für eine Region wie Europa haben. Dann entstehen nämlich faktisch Wettbewerbsnachteile. Man kann ja nicht Schnipp machen und sagen, wir reden jetzt nicht mehr mit den Amerikanern und anschließend drumherum entwickelt sich alles weiter und wir gucken mal, was das denn für wirtschaftliche und finanzielle Konsequenzen für Deutschland und für die Europäische Union hat. Die Frage muss man schon beantworten, wenn man sich verabschiedet. Deshalb bin ich dafür, sich nicht zu verabschieden, sondern so viel wie möglich dafür zu tun, um die Standards, um ökologische Parameter, um eine nachhaltige wirtschaftliche Politik tatsächlich auch in so Abkommen durchzusetzen. Das lassen wir aber dann Beamte machen, ja? Die Standards jetzt. Ich komme gleich zu den Abgeordneten. Ich habe vorhin gesagt, ich bin bei mir auf meiner Seite eine Grundskepsis zu der Frage, dass nicht nur Abgeordnete, nicht nur Fraktionen, sondern auch Verbände, Interessengruppen von vornherein ausgeschlossen sind. Von vornherein ausgeschlossen waren und dass diese Intransparenz von vornherein gegeben war, finde ich, löst einen Generalverdacht aus, der für meine Begriffe zutiefst begründet ist. Weil das, was ich mir wünschen würde an der Stelle, damit ich nicht irgendwann am Ende der Kette, mein Gott, Landesparlament, was haben wir denn da noch zu entscheiden irgendwann? Als Opposition sowieso nichts. Und wenn da Hunderte oder Tausende von Seiten kommen, dann bin ich bei Ihnen bei der Frage, wie kann man das denn durchsteigen? Da wird wahrscheinlich wenn die Bundestagsabgeordneten schon ihre Schwierigkeiten haben. Und das ist eine Situation, von die ich hart kritisiere und sage, das kann nicht sein. In einem Zeitalter, wo EU-Abgeordnete und Unternehmen ausspioniert werden und Abgeordneten Informationen, grundsätzliche Informationen vorenthalten werden, da passt was nicht zueinander. Und deshalb glaube ich, ist diese Grundkritik an dem Vorgehen zur Aushandlung von TTIP absolut berechtigt. Ich will noch etwas sagen zu Herrn Dr. Heckmeier, damit er nicht so umschauen davon kommt. Mein Eindruck ist, dieser. Das Beste immer zum Schluss hier. Wenn ich das richtig verstanden, ich hoffe richtig interpretiert habe, dann haben Sie gerade gesagt, ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ja, ich vermute das auch. Ja, genau. Das wird auch deutlicher. Naja, dann machen wir ein Handelsabkommen, wie wir eigentlich permanent Handelsabkommen machen. Mit Südkorea und mit wem auch immer. Das ist eigentlich quasi gängiger Prozess, Business as usual. Und eigentlich, ich überspitze jetzt, passiert ja gar nichts. Nee. Das einzige Ziel dieses Abkommens ist, riesengroße Märkte zu liberalisieren und wesentliche Standards preiszugeben. Übrigens, Herr Fischer, auch im Bereich Verbraucherschutz. Wir reden nicht explizit über Verbraucherschutz, aber wir reden über die Folgen von
Entscheidungen, die dann Verbraucherschutz und Rechte von Verbrauchern tangieren. Das ist eigentlich die zentrale Folge. Und da glaube ich, lohnt es sich in der Tat, ein bisschen genauer hinzugucken und dann zu sagen, wollen wir unsere Kraft, unsere Macht, die wir im Augenblick in diesem Wirtschaftsraum Europa haben, dafür verwenden, dass wir versuchen, auf dieses Abkommen, von dem ich sicher bin, dass es bei den jetzigen Regierungskonstellationen dazu kommen wird, tatsächlich so zu beeinflussen, dass die Standards, die uns wichtig sind, tatsächlich auch durchgesetzt, möglichst weitgehend durchgesetzt werden können. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für die Auseinandersetzung. Herr Dr. Fischer, der Verbraucherschutz wurde von Herrn Heppmeier eigentlich mit der Diskussion Chlorhühnchen sozusagen mit erwähnt und gesagt, das kann nicht das Problem sein bei dem TTIP und wird es auch nicht sein. Ich hatte zwischendurch im Grunde selbst individuell mal den Eindruck, dass die Frage Chlorhühnchen sozusagen der Bevölkerung sozusagen serviert worden ist, dass sie sich richtig aufregen kann und auf das andere, was an kritischen Sachen vielleicht ist, gar nicht mehr so achtet. Ist aber ist das via Eberhard gekommen, das Chlorhühnchen. Ja. Und die regulatorische Kooperation auch. So, aber ich glaube, es ist doch der Punkt, dass der Verbraucherschützer jetzt nochmal auch die Möglichkeit hat, zu formulieren, worum es da eigentlich geht. Das Chlorhühnchen ist ja nur so eine Frage. Aber das geht ja darum, was sind die eigentlichen Fragen? Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, da nochmal anzuschließen, auch an Jürgen Suhr, weil er das ja auch gesagt hat. Standards durchsetzen, worum geht es da speziell? Richtig. Standards heißt, ganz global, das wurde vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, dass das Vorsorgeprinzip bei der Produktion zum Beispiel von Lebensmitteln in Europa, insbesondere auch in Deutschland, sehr weit entwickelt ist. Das heißt, es gibt für die Prozesse von der Ernte zum Beispiel bis über die Herstellung der Rohstoffe oder Verarbeitung der Rohstoffe sehr strenge Richtlinien, Vorschriften, die auch kontrolliert werden. Wir haben ja eine Lebensmittelaufsicht, die ja nicht erst dann aktiv wird, wenn irgendein Kiosk was verkauft wird, sondern im Produktionsbereich ja auch schon kontrolliert. Und mit diesem Vorsorgeprinzip sind wir alle aufgewachsen. Das halten wir für selbstverständlich. Und genau das ist das, was die Amerikaner in ihrem Kulturbereich überhaupt nicht so kennen, jedenfalls nicht in dieser stark entwickelten Form, sondern dort gelten eigentlich zwei andere Maximen. Erstens, wenn ein Anbieter mit einem Produkt Schaden verursacht, ist er fällig. Das heißt, am Ende, wenn sozusagen nicht Sorge dafür getragen wird, dass zum Beispiel, um bei Hühnchen zu bleiben, das Produkt keimfrei ist, frei von Fremdstoffen und so weiter, sondern er erwischt wird, sich dadurch vielleicht sogar Krankheiten und gesundheitliche Schäden einstellt, ist er in den USA fällig und dann liest man und hört man von Sensationsprozessen, wo es um viele hundert Millionen Euro oder Dollar Schadenersatz geht. Unvorstellbar in Deutschland. In Deutschland ist es also zum Beispiel mit sehr strengen Hygienevorschriften so, dass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass das Produkt, ohne noch eine Sonderbehandlung zu erfahren, zum Schluss gesundheitlich unbedenklich ist, dass es sauber ist, frei von verbotenen Stoffen. Trotzdem gibt es auch in Deutschland und in Europa mal Lebensmittelskandale, meistens auch durch Futtermittel verursacht. Aber es ist eine weitreichende Tradition in den USA, dass man sozusagen die Anstrengung ans Ende setzt. Und bevor man eine Regel schafft, die in Richtung Vorsorge geht, muss der wissenschaftliche Beweis geführt werden, dass diese neue Regel tatsächlich sinnvoll, wirtschaftlich vertretbar und damit auch durchsetzbar ist. Und damit ärgern die USA uns natürlich, weil sie sagen, ihr seid so ängstlich und ihr habt solch sensible Risikobewertung. Stellt doch erstmal eine wissenschaftliche Untersuchung an und beweist uns, dass das tatsächlich nicht gesundheitsfördernd ist. Und dann sind wir bei Gentechnik. Genau bei der Gentechnik ist es so. Die Amerikaner, die nach einer Umfrage die Gentechnik weitgehend tolerieren, da sagen die Verhandlungsführer sicherlich aus den USA, das ist bei euch alles übertrieben, ihr habt doch gar keine Beweise dafür, dass Gentechnik irgendwie was Schlechtes ist. Ja, und in dieser Bredouille steht man und insofern wird man da noch sehr interessante Verhandlungen führen, weil es wirklich um Kulturbereiche geht, die sich da überschneiden und die meines Erachtens nicht kompatibel sind. Herr Dr. Heppmeier.
Sie haben Bälle zurückbekommen. Sie können unmöglich auf alles antworten und reagieren, das ist mir schon klar. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt noch mal rausnehmen, Sie hatten es vorhin eigentlich selbst angedeutet. Sie wären froh, wenn dann tatsächlich über eine Diskussion über Standards, die man von Europa aus der nach Ihrer Meinung stärkeren Region jetzt tatsächlich auch setzen kann. Dann ist erstmal meine Frage, brauchen Sie dazu Anregungen aus der Zivilgesellschaft oder wissen Sie das alles schon so? Ist das für Sie ein fruchtbarer Prozess? Und ich würde dann trotzdem auch nochmal fragen, spricht denn Europa mit einer Stimme? Wir hatten ja in der Vergangenheit im Rahmen der Europäischen Union die Diskussion, gerade wenn man das Stichwort Daseinsvorsorge nimmt in Deutschland, lassen wir das sozusagen die öffentlichen Dienstleistungen aushöhlen durch europäisches Wettbewerbsrecht. Das trifft im Übrigen auch fürs Gesundheitssystem zu. Da gibt es viele andere Probleme, die wir gerade auch in der unterschiedlichen Sichtweise Deutschlands und des angloamerikanischen Raums an sich haben. Braucht sich da nicht doch auch eine Schwerpunktsetzung, die ganz im Gegenteil dann so lautet, halb Europa mit den Amerikanern, weil wir eingebettet sind in der Europäischen Union, und dann bleiben die paar Wilhelm Tells übrig, die sozusagen die Standards, die wir im deutschsprachigen Raum, da gehört der Österreich zum Teil auch dazu, dann hatten, was die Daseinsvorsorge beispielsweise betrifft und Dienstleistungssektor, dann ausgehöhlt werden. Ja, also da sind ganz viele Fragen. Vielleicht fange ich mit dem Stichwort Daseinsvorsorge an. Gerade der Dienstleistungsbereich ist ja ein sensibler Bereich, also Kultur, das gehört auch zum Dienstleistungsbereich, Gesundheit, Bildung, das gehört auch zum Dienstleistungsbereich. Da haben wir in der Bundesregierung und bei uns im Ministerium eine ganz klare Linie und die lautet so. Im Dienstleistungsbereich haben wir in bestimmten Bereichen Interessen an Marktöffnungen, zum Beispiel der Post, DHL genannt. In anderen Bereichen haben wir keine Marktöffnungsinteressen, da haben insbesondere auch die Wirtschaftsteilnehmer und die ansonsten Tätigen kein Interesse an einer Marktöffnung. Das betrifft die Daseinsvorsorge im Allgemeinen, das betrifft den Bereich Gesundheitsdienstleistungen, das betrifft den Bereich Bildungsdienstleistungen. Und da ist die Linie, die wir gefahren haben in den Verhandlungen bisher und insbesondere eben auch in den Verhandlungen über das CETA-Abkommen mit Kanada, das ja abgeschlossen ist und wo auch Ergebnisse vorliegen. Wir machen keine weitere Marktöffnung über das hinaus, was wir ohnehin schon haben. So, das heißt, wir stehen in diesen Bereichen, was neue Marktöffnungsverpflichtungen angeht, genauso wie wir stehen seit 1995, als das WTO-Dienstleistungsabkommen, das GATS-Abkommen abgeschlossen ist. Das kann man sich auch angucken in den Regelungen dazu. Das ist deckungsgleich, das spiegelt sich sozusagen in dem, was wir mit Kanada vereinbart haben. Das kann ich Ihnen nicht vorlegen mit den USA, weil da sind wir noch nicht so weit, da werden die Verhandlungen noch geführt. Da ist die Linie aber genau die gleiche und das hat Minister Gabriel auch mehrmals schon deutlich gemacht in der Vergangenheit. Das gleiche gilt für den Kulturbereich. Wir haben in Europa und in Deutschland ein ausdifferenziertes System der Kulturförderung. Da gibt es schlichte Finanzspritzen, da gibt es Quotenregelungen, da gibt es sukzessive Verwertungsrechte, dass man erst in einem EU-Land und dann danach erst im nächsten EU-Land einen Film zeigen darf. Das sind alles Regelungen, die wir für sinnvoll halten und die sämtlichst auch beibehalten werden sollen und auch beibehalten werden. Dafür gibt es spezielle Regelungen in dem Abkommen. Das heißt, der Bereich der Kulturförderung wird bei uns nicht angetastet. Und das gilt genauso für die Buchpreisbindung. Bei der Buchpreisbindung haben wir ein deutsches Gesetz, das wird gerade überarbeitet in der Zielsetzung, das auch für E-Books rechtssicher auszugestalten, obwohl das jetzt für E-Books auch schon angewendet wird. Das sind Regelungen, die auch in Zukunft jeder Anbieter, ob nun aus USA oder Kanada, beachten muss. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, wo aufgrund der sensiblen Situation wir darauf achten müssen, dass wir keine Verpflichtungen eingehen, die wir nicht eingehen wollen.
Das haben wir oder habe ich auch nicht alleine gemacht im Wirtschaftsministerium, das haben wir gemacht natürlich mit den anderen Bundesministerien, aber auch mit den Ländern, die hier ja auch Regelungsbefugnisse haben. Und die haben das auch alles abgeprüft bei Kanada. Und die Linie für die US-Verhandlungen ist genau die gleiche. Und das ist das, was wir in diesen Verhandlungen anstreben und was wir auch durchsetzen werden. Sie können uns auch daran messen hinterher, das ist ja überhaupt kein Problem. Und ich sagte schon, wir sind bereit zum Dialog mit all den gesellschaftlichen Kräften, die in bestimmten Bereichen entweder Wünsche haben oder auch Sorgen haben, dass irgendetwas passiert. Wir haben diesen Dialog geführt mit den Wohlfahrtsverbänden, genau hineingeschaut, wie sieht es denn aus bei der Daseinsvorsorge im Allgemeinen, bei den sozialen Diensten, bei den Gesundheitsdiensten im Speziellen und haben diese Zielsetzungen festgelegt. Und das ist ein Punkt, wo natürlich auch die Diskussion für uns hilfreich ist. Die Diskussion um den Bereich, ich sage mal, Digitalwirtschaft, ich nenne das jetzt mal so, weil das spielt in den Kulturbereich mit hinein. Das ist eine Diskussion, die wir im zweiten Halbjahr verstärkt sehen werden in den Verhandlungen mit den USA. Da bin ich auch dankbar, wenn so ein bisschen Rumoren im Land ist, sage ich mal. Das hilft nämlich weiter. Skandalisierungen, wie sie mit dem Chlorhühnchenversuch geworden sind, also ist nicht von der Regierung, der Öffentlichkeit vor den Rachen geworfen worden, sondern von den NGOs und da von Pia Eberhardt. Die wusste damals noch nicht, dass bei uns grüner Salat mit der gleichen Tunke gereinigt wird wie die Chlorhühnchen in den USA. Und dann geht er auch noch als Bio durch. Deshalb ist das so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Also wir sind für die Diskussion offen. Ich beantworte auch jedwede Frage zu einzelnen Punkten, was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Auf unserer Seite so richtig ist ja der Investitionsschutz. Aber das kommt. Gut, wenn wir das hinterher machen, weil da will ich gerne noch ein Wort dazu sagen, weil mein Minister dazu ja schon um den Jahreswechsel herum und dann im Februar mit anderen sozialdemokratischen Regierungschefs in Madrid Vorschläge vorgelegt hat, die jetzt auch weiter konkretisiert worden sind. Und darauf sollten wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Das ist wichtig, ja. Das kommt auf jeden Fall. Jetzt aber nochmal, Herr Sörten. Sie hatten ja schon den Versuch unternommen, oder nicht den Versuch, sondern hatten schon gesagt, wie Sie sich das mit der Regionalisierung vorstellen. Trotzdem ist ja im Raum noch geblieben die laufende Globalisierung, wo wir ja nicht diejenigen sind, die das sozusagen von uns aus beherrschen und entscheiden können, Globalisierung machen wir oder machen wir nicht. Die läuft auf der anderen Seite, aber es ist wesentlich, dass man natürlich mit den demokratischen Mitteln die Globalisierung gestalten muss. Und da würde ich Sie jetzt dann doch nochmal nach diesem, weil es ja auch nochmal von Herrn Suhr angesprochen worden ist, dass Sie dann nochmal Stellung zu nehmen. Also ich bin sehr dafür, dass zwischen den USA und Europa über Handel gesprochen wird und dass da auch Abkommen geschlossen werden. Und ich bin sehr dafür, dass wir positive Standards setzen. Aber ich gebe zu bedenken, wir sind in einer Demokratie. Und deshalb hätte über ein Mandat vorher eine Debatte gelaufen müssen. Und das geht nicht, dass man ein Mandat hat. Wenn wir uns klar machen, wo wir als Weltgesellschaft sind, dann haben wir Herausforderungen bei der Energieeinsparung, wir haben Herausforderungen beim Klima, den ganzen Feldern, ich brauche nicht Punkte, die einzeln zu nennen. Wenn diese berücksichtigt würden und wenn ganz klar drin steht, in erster Linie dienen diese Verhandlungen darum, Standards zu setzen in Sachen Energieeinsparung, in Sachen Klima, in Sachen Ressourcenschonung, dabei Armut zu beseitigen, wenn da drin stünde, wir müssen durch unsere Vereinbarungen dafür Sorge tragen, dass ärmere Regionen aus diesen Verhandlungen keinen Nachteil erwächst, sondern Vorteil. Ich mache eine Wette. Wir machen 10 Minuten Brainstorming und könnten das Verhandlungsmandat aufschreiben und es wäre eines, was von Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit geprägt wäre.
da bin ich absolut von überzeugt, das ist ein demokratischer Prozess. Hier wird was hinter verschlossenen Türen gemacht und man ist gar nicht bereit, mit uns zu reden. In einer Demokratie gehört die Debatte an den Anfang. Vor allem, wenn man so etwas Ehrgeiziges vorhat, wie Standards zu setzen. Bravo, bravo. Jürgen, du hattest angesprochen, dass die Kommissarin Malmström einen Vorschlag vorgelegt hat. Und jetzt sind wir bei der Frage Investitionsschutzabkommen und Schiedsgerichte und dort, wie das sich entwickeln soll. Einen Vorschlag vorgelegt hat und gesagt hat, also wir kriegen die Kuh vom Eis, weil wir eine Berufungsinstanz schaffen. Was reicht das zu, dieser Vorschlag, oder wie muss man das insgesamt einschätzen? Die Kritik, die sich am TTIP sozusagen gezeigt hat, war ja lange Zeit und auch bis heute vornehmlich auch an dieser neuen Schiedsgerichtsbarkeit, die intransparent ist, die sozusagen keine Möglichkeit bietet, die Rechtsbegriffe weiterzuentwickeln und so weiter. Also jetzt die Frage Berufungsgericht. Wir sind einen Schritt weiter, wir sind noch lange nicht bei dem, was Gabriel beispielsweise gefordert hat, oder wir sind noch lange nicht bei dem, was seitens der Grünen-Fraktion gefordert worden ist. Ich will aber trotzdem noch auf diesen letzten Aspekt, weil das mich juckt, eingehen an der Stelle, weil ich da bin ich, Herr Söcken, absolut bei Ihnen und ich glaube, dass wir erleben konnten in den letzten Monaten, vielleicht Jahren, also eigentlich seitdem über TTIP und CETA gesprochen wird, dass es ein immenses zivilgesellschaftliches Engagement gab. Mit dem keiner gerechnet hat. Mit dem vielleicht keiner gerechnet hat, das weiß ich nicht, aber sehr breit getragen. Ich will das mal an dem Beispiel Daseinsvorsorge versuchen deutlich zu machen. Wir hatten plötzlich eine Situation, wo die kommunalen Spitzenverbände gesagt haben, so geht das nicht. Ihr greift hier ein in den Bereich Daseinsvorsorge und brecht das auf, liberalisiert das und das ist nicht in unserem Interesse und plötzlich hatten die Kommunalvertreter, jeder, der in der Kommunalvertretung ist als Abgeordneter, weiß das, ein Schreiben, wo die Bürgerschaften, Kreistage etc. dazu aufgefordert wurden, sich klar zu positionieren. Das haben eine ganze Reihe allein in diesem Bundesland gemacht. Und dadurch ist Druck entstanden, mit Sicherheit auf eine Regierung. Das ist sehr positiv. Oder das, was die zivilgesellschaftlichen Organisationen, was die Verbraucherschützer auf die Beine gebracht haben. Nur so, Herr Hettmeier, ist die Regierung überhaupt in Bewegung gekommen. Und das auf einer Basis, und auch da bin ich bei Herrn Söcken, von das ist passiert, obwohl das Verfahren völlig intransparent war. Und wenn Sie hier sagen, das ist unglaubwürdig für meinen Begriff, wir sind bereit, mit jedem den Dialog zu führen, ja, auf welcher Basis denn? Die grundsätzlich richtige Basis für den Dialog ist, dass ich weiß, was verhandelt wird. Das weiß ich bis heute immer noch nicht richtig. Es gibt auf der EU-Ebene eine transparente Herangehensweise, die gibt es auf der amerikanischen Seite überhaupt nicht. Ja, wie soll ich denn ernsthaft auf Augenhöhe mit Regierungen Dialog führen, wenn ich gar nicht weiß, worum es geht und wo der Partner oder Wettbewerber, wie auch immer man das beschreiben will, denn überhaupt steht. Das wäre die Regierung nicht raus. Das wäre die richtige Grundlage für den Dialog. Und wenn ich ein Interesse habe an einem breit getragenen demokratischen Konsens, einer Einbeziehung, der muss ich verdammt nochmal die Tür aufmachen und auf den Tisch legen und offenbaren, worum es geht. Das ist ein relevanter Punkt. Jetzt nochmal zurück zu Malmström und dem Vorschlag. Der ist ja gerade eine Woche oder zwei Wochen alt, letzte Woche. Es geht im Kern ja um die Frage, ob ich eine rechtliche Situation schaffe, aus der heraus unser gutes Rechtssystem, auf das auch diejenigen, die nicht über die großen finanziellen Mittel verfügen, zuverlässig zurückgreifen können, ob das aufgebrochen wird. Oder ob ich jetzt auch plötzlich, auch möglicherweise als öffentliche Hand, mit Klageverfahren überzogen werde, aus denen heraus Investoren meinen, ihre Rechte wahrnehmen zu können, wo es gar nicht mehr um eine Frage geht, wie wird Recht gesprochen, ganz abgesehen von, da gibt es einen kleinen Schritt im Sinne von, das müssen gut ausgebildete Richter sein, das muss eine feste Besetzung sein, das ist ja der bestimmte Vorschlag, inwieweit ich quasi Recht auf Augenhöhe schaffen kann und nicht eigentlich eine Rechtsprechung Tür und Tor öffne, wo derjenige, der über das entsprechende Kapital verfügt, seine Rechte allein deswegen durchsetzen kann. Ich sage nochmal, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, trotz Berufungsinstanz, die jetzt geplant ist, sondern ich glaube, da
Also allein da ist auch die Philosophie oder die Kultur wird da deutlich zwischen dem, was die Amerikaner denken und was im europäischen Raum gedacht wird. Auch da wird es deutlich. Ja, ich muss zu der Diskussion noch etwas sagen, also zu Ihrer Information. Ich mache jetzt diese Handelspolitik im Ministerium seit 9 Jahren. Seitdem ich das mache, laden wir sowohl Vertreter der Wirtschaft, wie auch Vertreter der Zivilgesellschaft, wie auch Vertreter der Gewerkschaften regelmäßig zu Informationsgesprächen über die Handelspolitik ein. Die informieren Sie dann umfassend über den Stand der Verhandlungen? Genau, die informieren wir umfassend über den Stand der Verhandlungen. Und es werden auch alle möglichen Fragen dort gestellt. Die zum Beispiel. Darf ich da auch mal dazu kommen? Ich bitte darum, dass Sie mal dazu kommen, möglichst zu einer NGO-Veranstaltung, weil von den NGOs, die wir einladen, das ist immer so ein Kreis von 30 bis 40, kommen in der Regel 3 bis 4 und ansonsten niemand. Und das liegt halt daran, dass wir Informationen geben. Und natürlich uns nicht an einer Kampagne beteiligen. Aber Sie sind herzlich eingeladen dazu. Können Sie auch gerne mal in mein Büro kommen und dann können wir über all diese Fragen sprechen. Wir machen das also regelmäßig, in der Tat, glauben Sie es oder nicht, auf unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch bekannt, dass der Minister einen TTIP-Beirat eingerichtet hat, der die unterschiedlichen Themen sukzessive abarbeitet. Auch auf Wunsch der Beiratsmitglieder, da ist über das Thema Kultur, da ist über das Thema Daseinsvorsorge und viele andere Fragen mehr gesprochen worden. Vielleicht zu den Verhandlungen und dem Mandat, was man mit diesen Verhandlungen will. Seit dem Jahr 2011 liegt ein Bericht der gemeinsamen EU-USA-Arbeitsgruppe vor, die getagt hat zu der Frage, wie man die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA vertiefen kann. Die machen da diverse Vorschläge, unter anderem auch den Vorschlag, über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Und da sind wichtige Elemente drin, die den Gegenstand der Verhandlung und die Zielsetzung der Verhandlung umschreiben. Wie gesagt, öffentlich seit dem Jahr 2011. Einfach nur, weil hier manchmal der Eindruck entsteht, Sie hätten erst gestern davon gehört, dass es diese Verhandlungen gibt. Ja, aber jetzt vielleicht ein Wort zu zum Investitionsschutz und zu den Schiedsgerichten, was ja in großer Breite in den letzten Monaten diskutiert worden ist. Also ich muss jetzt mal ganz offen sein und erstmal sagen, die Investitionsschutzabkommen hat Deutschland erfunden. Im Jahre 1959 das erste mit Pakistan. Seitdem haben wir bilaterale, also Deutschland mit Drittstaat, Investitionsschutzabkommen in einer Zahl von in Kraft, glaube ich, 131, wovon viele auch Investor-Staat-Schiedsverfahren enthalten. Insgesamt gibt es ungefähr 1500 Abkommen von EU-Mitgliedstaaten und weltweit gibt es irgendwas zwischen 3000 und 3200 solcher Abkommen. Es ist also keine ganz neue Veranstaltung. Was ich sagen muss, ist Folgendes, dass wir von der deutschen Seite in der Vergangenheit diese Abkommen immer unter dem Gesichtspunkt betrachtet oder verhandelt haben. Wie kann es uns gelingen, dass die Unternehmen, die aus Deutschland in Drittstaaten investieren und wo wir, sage ich mal, die Vermutung haben, dass die Verhältnisse rechtsstaatlicher Art nicht ganz so akkurat sind, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wie können wir die Investitionen dieser Unternehmen schützen? Das heißt, wir haben auf die offensiven Interessen geschaut und das hat natürlich der deutschen Wirtschaft erheblich genutzt bislang, keine Frage. Es ist auch kein Nullsummenspiel mit den Arbeitsplätzen. Also warum VW stark ist und Renault nicht stark, das liegt daran, weil VW in den relevanten Märkten investiert hat und da natürlich auch mit dem Investitionsschutz begleitet worden ist, den wir gemacht haben. Das Kritik an diesen Regelungen, bitte? In den USA nicht, ne?
Mit den USA nicht, nein. Wir waren nicht der Auffassung, dass es erforderlich ist, mit den USA ein Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Hat die Bundesregierung ja auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dass wir dieser Auffassung nicht sind. Und deshalb ist das ja auch gar nicht unser Ziel. Aber Sie hatten es gesagt, Herr Terpe, wir verhandeln im Europäischen Verbund. Und im Europäischen Verbund müssen wir eben auch in Rechnung stellen, was andere Mitgliedstaaten an Auffassungen haben. Und ich sage Ihnen, da gibt es welche, die sagen, die Deutschen haben so klasse Investitionsschutzabkommen und wir haben keins. Und deshalb wollen wir gerne solche EU-Abkommen haben. Wir wollen gerne ein EU-Abkommen haben, damit wir unsere bilateralen loswerden. Und die bilden zusammen auf der EU-Ebene eine Mehrheit und damit müssen wir halt umgehen. Und der Minister ist damit, wie ich finde, relativ klug umgegangen, indem er gesagt hat, wir brauchen das eigentlich nicht, wir wollen das eigentlich nicht, aber wir müssen Handelspolitik im Europäischen Verbund betreiben, weil die Handelspolitik ja schon seit 1958 im Europäischen Verbund betrieben wird. Und deshalb müssen wir uns Dinge überlegen, wie modernisieren wir den Investitionsschutz in der Zielsetzung, dass erstens der Politikspielraum der Parlamente nicht eingeschränkt wird. Das ist also das Kernfrage, so würde ich es sagen. Und dass zweitens die Verfahren, also die Investor-Staat-Schiedsverfahren, auf rechtsstaatliche Grundlagen gestellt werden. Und das heißt vor allen Dingen, dass Transparenz herrscht. Man muss wissen, dass es solch ein Verfahren gibt und andere können auch sagen wir mal, ihre Auffassung dazu sagen, dass zweitens sichergestellt wird, dass die Schiedsrichter unabhängig sind und nicht den Parteiinteressen folgen, also heute die Firma vertreten und morgen der Neutrale sind, dass drittens die Auswahl der Schiedsrichter nach Grundsätzen erfolgt, wie wir sie im deutschen Rechtssystem ja auch kennen. Da gibt es ja den sogenannten gesetzlichen Richter. Das wird dann so vorher festgelegt, wer wann für welchen Fall zuständig ist. Das war der nächste Punkt. Und natürlich viertens der Gesichtspunkt, dass solche, für solche Verfahren auch eine Berufungsinstanz geschaffen werden muss. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, darüber hinaus strebt er ein bilateralen Schiedsgerichtshof an, um das zu institutionalisieren. Und das ist der Weg, wie ich finde, der richtig und wichtig ist. Mir scheint, dass wir auf Investitionsschutz insgesamt in internationalen Abkommen nicht werden verzichten können. Wir müssen aber Regelungen haben, die Änderungen der Rechtslage auch in Zukunft möglich machen und nicht mit dem Damoklesschwert eines eventuellen Schadensersatzanspruchs belegen. Diese Regeln müssen eben auch nachvollziehbar sein. Dazu sind wesentliche Vorarbeiten gemacht worden und ich glaube, das ist gut. Und zum Abschluss noch ein Wort zum Investitionsschutz. Wir haben ja auch in Deutschland Investitionsschutz. Nicht wahr? Die Parlamente und die Abgeordneten in den Parlamenten können auch heute im Rechtsstaat nicht heute beschließen, was ihnen einfach so mal in den Sinn kommt. Das haben wir nicht, nicht. Schutz vor Enteignung und enteignungsgleichen Eingriffen gibt es auch in Deutschland. Und das ist der Investitionsschutz, den wir im nationalen Recht haben. Und das Ziel meines Ministers ist jedenfalls, diesen Investitionsschutz, wie wir ihn im deutschen Recht haben, auch in internationalen Abkommen zu haben. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das ist, woran wir im Moment gerade im Ministerium hart arbeiten. Herr Heidenmeier, die Schiedsgerichte und das, was Sie dazu ausgeführt haben, ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist Definition von Rechtsbegriffen. Gibt es da irgendeine Art Initiative, das auch zu machen? Wir haben ja in Deutschland dicke Gesetzbücher, da wird jeder Begriff versucht zu definieren, ob das gut, also ob das dann auch genau trifft oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben ja jetzt im Investitionsschutzbereich so klare Begriffe wie fairer Umgang und solche Sachen, die müssen ja auch irgendwie definieren. Was heißt das? Wen ist das fair und für wen ist das nicht fair? Gibt es denn da irgendeine Diskussion drüber? Ja, selbstverständlich gibt es die Diskussion. Das ist ja auch im Grunde genommen der Kern der Diskussion, soweit es nicht die Verfahrensseite angeht. Was versteht man unter diesen Begriffen? Ich meine, wir haben bei uns in Deutschland im Grundgesetz auch allgemeine Begriffe. Auch wir haben eine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, die das ausformt und über die Jahre also eben auch konturiert hat. Im Verwaltungsrecht ist es genauso.
Gibt es aber brauchen, Schiedsgerichte bisher überhaupt? Ja, wir brauchen natürlich auch, also ich meine, Enteignung als solches, schlichte Enteignung oder Verstaatlichung, da braucht man nicht groß definieren, da weiß man, was das ist und das ist ja auch der Ursprung des Investitionsschutzes, dass die Unternehmen im Ausland nicht einfach enteignet werden können. Die viel wichtigere Frage ist natürlich, wie geht man mit dem um, was man bei uns im deutschen Rechtsraum enteignungsgleicher Eingriff nennt, beziehungsweise im Handelsrecht indirekte Enteignung. Und da muss eben klargestellt werden, was man darunter versteht. Dazu ist im Übrigen im CETA-Abkommen auch etwas enthalten, wo klar ausgesagt ist, dass Regelungen des Gesetzgebers, wenn sie zu einer Verschlechterung der Gewinnerwartungen führen, nicht deswegen schon eine indirekte Enteignung sind. Da ist zum Beispiel ausgeführt, dass eine indirekte Enteignung nur dann angenommen werden kann, wenn eine Regelung vorgenommen wird, die massiv willkürlich ist. Willkürverbot kennen wir auch im deutschen Recht. Und diese Begriffe müssen wir da noch weiter ausarbeiten und wir müssen dafür sorgen, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir den Politikspielraum der Parlamente erhalten, also dass wir klare Aussagen dazu haben, dass ein Gesetzgeber Regelungen, sei es im Umweltrecht oder sonst wo, auch in der Zukunft ändern kann und wenn er dabei nach rechtsstaatlichen Grundsätzen vorgeht, daraus keinen Schadensersatzanspruch erwachsen kann. Das sind die Punkte, an denen wir arbeiten und das sind die Begrifflichkeiten, nicht indirekte Enteignung, Fair and Equitable Treatment, so heißt das da im Fachchinesisch, an denen jetzt gearbeitet wird und wo Minister Gabel ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, das ist ja auch bekannt geworden, mit konkreten Textvorschlägen, wie das in einem TTIP-Abkommen formuliert werden kann. Ich hatte gesagt, dass wir sozusagen auch jetzt die Möglichkeit haben, eine Diskussion zwischen Zuhörerschaft und den Referenten hier in Gang zu setzen. Ich sehe jetzt auch, dass es eine Wortmeldung gibt.